Würde ja jetzt gern gucken gehen, ne? Wie kriege ich das jetzt 1:1 da drüber gesetzt? Wo sind die Flammenwerfer da? Zack. Zack. Ich glaube, wir haben hier kein... Ich hänge gerade irgendwie fest. Könnte wieder böse ins Auge gehen. Das war blöd, den Roboport da direkt hinzusetzen. Das darf ich nicht machen. Weil jetzt bauen die Mauer nicht ich, sondern die, die von oben angeflogen kommen. Das ist echt ein bisschen nervig. So, irgendwie kommt hier noch kein Sprit an. Jetzt aber. Ein bisschen Chaos gerade, habe ich das Gefühl. Keine Munition in Reichweite. Kann das sein, dass die Artillerie nicht so weit schießen kann? Doch, die kann so weit schießen. Warum kriegt die keine Munition? Was mit der Munition? Irgendwas stimmt doch gerade nicht. Eben konnte ich 24.000 Mal schießen, jetzt auf einmal nicht. War da, habe ich gebaut, ne? Ja, ich meine schon. So. Auf dem Weg 0 lieferbar 15. Warum ist auf dem Weg 0? Was läuft da nicht? Warum läuft es nicht? Läuft rückwärts den Berg runter. Wo liegt die Munition drin? Die ganzen Bauroboter sind da oben einfach am Chillen, ey. Jetzt wieder, jetzt haben wir wieder Munition da. Das war komisch. Weil irgendwo müssen 15 Schuss in der Kiste liegen, die nicht benutzt werden.
Irgendwo müssen Munition in der Kiste liegen. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen reinlunzen und das hier mal gerade wegmachen. Und das hier hinten noch. Hier noch und hier noch. Hier vielleicht noch. Dann muss reichen. So, jetzt haben wir nämlich viel mehr Feuerkraft auf der Stelle. Sieht schon besser aus. So, wir werden beliefert mit allem, ne? Wo ist Erde? Da. Lieferbar. Auf dem Weg 171. Okay, mehr ist oben nicht in dem Ding. Und hier? Lieferbar 41. Okay. Das heißt, wir machen jetzt das Loch hier noch zu, bauen hier noch eine Mauer hin. Und dann ist unsere Verteidigung safe. Dann können wir das hier oben alles abreißen. Hier ist hier der Öllauf. Das Öl kommt hier runter. Geht dann nach hier und hier hin. So, was ist das hier? Das sieht irgendwie komisch aus. Da ist ein Loch in der Mauer. So, ist ein bisschen utopisch, aber trotzdem. Ging gerade Erde, schön. Ja, Mauer fertig. So, jetzt machen wir wieder das hier mit den Lagerkisten. Ich würde sagen, so ein bisschen hier so mittig. Hier so ist gut. Sollten wir gleich auch eine Menge Logistikroboter unten haben. So, wo ist denn jetzt hier? Das hier war das, ne? So, jetzt machen wir nämlich hier raus aktive Kisten. So, dann holen die das alles ab und bringen das nach unten. So, und damit die Bauroboter was zu tun haben. Obwohl, warte mal, das Öl kam hier runter, ne? Dann gehen wir nämlich jetzt hin. Gehen hier durch den Wald nach unten. Und ich genau auf dieses Ding zu. So, und jetzt können wir das alles oben abreißen. Dann machen wir Strom hier auch noch lang. Jetzt können wir das hier alles wegreißen. So. Theoretisch auch so.
Haben die Bauroboter hier nämlich endlich mal was zu tun. So, und theoretisch müssten wir Radar auf ganze Länge und Geschütze holen. Geschütze holen, die können wir noch mitnehmen. Einmal. Haben wir nicht Radar schon auf der ganzen Länge? Ja, Radar haben wir. Radari haben wir. So, wir brauchen aber noch die Geschütztürme. Weil ich davon auch jetzt 4 Stück habe. Richtig gut. Sagt eigentlich unser Strom. Okay. Nummer 6. Bei Nacht. Immer noch gut dabei. Ist hier nicht noch eins? Da ist noch eins. So, und jetzt hatten wir doch für die Arti. Warte, erstmal gucken wir gerade, ob hier irgendwas Brauchbares bei ist. Bahn. Hoch aus. Haben wir hier Müll. Haben wir hier Müll. Haben wir hier Müll. Haben wir hier. Das ist unser neuer, glaube ich. Das ist die Ecke, die brauchen wir nicht mehr. Machen wir jetzt anders. Müll. Müll. Schrott, Schrott. So, die auf, das da rein. Aber für die Arti hatten wir irgendwo schon eine Blaupause hier. So, zack. Einmal. Ah, warum wird die nicht von mir gebaut? Warum bauen die nicht meine Jungs? Ach, meine Jungs bauen die nicht, weil ich keine Jungs mehr habe. Wo habe ich die denn jetzt schon wieder alle gelassen? Ich glaube, das sind meine Jungs, ne? Könnte das sein, dass das meine Jungs sind? So. Suchen wir das Ganze nochmal. Keine mehr. Hier fehlt noch Robos für die Mauer und alles, ne? Aber es müssten noch Robocords kommen, wenn ich oben welche angefragt habe. Ist das? Wo ist die Anfrage? Warum sehe ich das wieder nicht? Keine im Netz. Ich kann nicht über die... Kann ich hier nicht reingehen? Ich denke auch. Schade. Schön gewesen. Wenn wir jetzt einfach hinlaufen können, dann wäre alles gut gewesen.
Rohre hat er alle stehen lassen. So langsam wird das Logistiknetz hier auch schon wieder zu groß. Da könnte man dann auch schon überlegen, ob man das dann irgendwann nochmal teilt. Ich meine, jetzt gerade geht's noch, aber... So, pass auf. Hallo? Roboport. Roboports. So, ich stelle mich kurz hier hin. Ich gehe kurz pinkeln, bin sofort wieder da. Bis gleich. So, hat das jetzt funktioniert? Muss mal ganz kurz, ihr habt mal ganz kurz keinen Ton, aber nur für 2 Sekunden. Vielleicht auch ein bisschen länger. So, Ton müsste wieder da sein. Mein Mikrofon müsste auch da sein, alles müsste am Start sein. Hat das geklappt? Den, hier, wie heißt es? Roboports, haben wir welche? Müsste ja eigentlich funktioniert haben. Sieht aber gut aus. Passt das noch? Passt. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, Roboports hinten noch ausbauen und dann die Artilleriebau. Die kamen hier gar nicht bis zum Mauerende.
wir einen nach oben. Ey. Das macht jetzt den Braten auch nicht fett. So. Jetzt versuchen wir das erneut, würde ich sagen. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt bauen wir, wie viele bauen wir? So, auf dem Stück zwei. Dann machen wir hinter dem Stein noch eins. Ungefähr hier hin. So, wie viele haben wir jetzt noch? Drei haben wir noch. Dann machen wir noch eins hier hin. Und noch eins hier hin. Dann haben wir aber ordentlich Artillerie. Da wird gleich richtig die Luzi brennen, glaube ich. So. Haben wir das. Weil die macht direkt Feuer, die Artillerie, ne? Ja, zack, zack, zack. Das sind halt überall Ausrufezeichen, ne? Geht halt überall dauerhaft. Oh, das ist mal ein krasser Schwarm hier. Aber der trifft da halt auf die Ecke, ne? Da passiert gar nichts. Ja. Können wir jetzt der Artillerie mal kurz zugucken. Was ist da los? Da brauchen wir theoretisch noch Sprengstoff. Sowas haben wir gar nicht. Könnten wir auch mal herstellen lassen. Hier, damit die da laden können, ne? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. So, können die nämlich auch geladen und so. Die werden ja wahrscheinlich sowieso später. Was ist denn jetzt passiert? Da werden ja wahrscheinlich sowieso noch viel mehr kommen später. Aber danke, danke. Ja, Uran haben wir jetzt hier, ne? Jetzt könnten wir theoretisch eine doppelte Zugstrecke bauen, ne? Also dass wir mit dem Zug von hier, hier hoch, hier reingehen. Dann fahren wir mit dem Zug hier raus, fahren hier oben an dem Schwefel vorbei, laden Schwefel ein. Fahren weiter mit dem Zug nach hier oben, lassen hier, obwohl theoretisch könnten wir, wo ist unsere Schwefelproduktion? Hier, das heißt wir brauchen hier eine Haltestelle ungefähr. Und dann könnten wir theoretisch noch weiterfahren mit dem Zug hier durch und dann hier und das hier auch rauslassen, weil hier ist ja sowieso schon ein Band von der Theorie her. Geht gerade richtig die Luzi, ne? Abbrechen, Abrissplan.
Lass mal abbrechen. So. Wo ist noch sowas? Ja, das war's doch jetzt. Also man könnte sagen, hier liegen ein paar Leichen rum, ne? Hier fehlt noch Radar. Wo bin ich? Ich bin fast gerade gestorben. Hat nicht viel gefehlt bis zum Tod. Hier noch ein Radar hin, haben wir gesagt. Die Art hier hat auf jeden Fall einiges zu tun. Ne? Wir könnten natürlich oben an der Anforderungskiste auch noch mehr anfordern. Artillerieschuss angeht, weil ich glaube, da fordern wir nur 10 oder 20 an und das ist ja auf 5, 6 verteilt nix. Dann schießt die dreimal, dann macht die wieder 10 Minuten Pause, ne? Und wir brauchen auf jeden Fall einen Betonweg auch nach unten. Wo ist die Muni? Hier ist die Muni. Ja, 25 Schuss. Mach mal 100. Und Reparaturkits. Wie viel haben wir davon? Ja, fordern wir auch mal viel mehr an. Hier mal voll. 300, ja, wenn wir 300 anfordern, müssen wir auch 300 da oben anfordern. Dann haben wir da auch ein bisschen Ersatz. So, aber was ist hier? Hier fordern wir diese Mauern an. Die kommen aber nicht. Weil er sagt einfach, es sind keine im System. Kann das sein, dass der Bus oben kaputt ist und da gar nichts mehr ankommt? Hier. Da ist ein Loch. Sehr gut gesehen. Welches Symbol haben wir davon genommen? Das rechte, ne? Ja, da müssen wir nämlich hier mal wieder weitergehen. So. Können die mir ja gerade mal bauen. Ansonsten brauchten wir nichts. Ne, das ist alles da. Warum baut das hier keiner? Wo ist der Bauroboter? Macht der gerade Pause? Guck mal, wir haben 2700 Logistikroboter, die verfügbar sind. Es könnten eigentlich viel mehr fliegen. Hier fordern wir nämlich 20 an. Ja, das ist doch schon viel besser. So ein 6x20 ist eine Menge. 120. Wie viel fordern wir hier oben an? Könnten wir noch ein bisschen aufdrehen. Ach, da passen aber nur 48 rein in die Kiste, ne? Also macht es gar keinen Sinn mehr anzufordern. Beziehungsweise wir könnten den hier machen. So, und jetzt sind hier nämlich 84 drin. Und der holt die dauerhaft ab. Sehr gut. Selbst Raketenbrennstoff sind schon 25 im System hier unten. Mega gut. Mega, mega gut. Gut, gut, gut. Feiere ich schon ein bisschen. Heute Follower zum halben Preis, ne? Also, wenn noch einer da ist,
So, also würde ich sagen, gehen wir jetzt mal langsam an die Zugstrecke bauen, ne? Hier dann so eine Kreuzung reinsetzen. Es beruhigt sich jetzt gleich schon wieder, ne? Ist halt eine weite Entfernung von da oben bis hier unten, ne? Und dann würde ich fast sagen, wenn wir hier dann noch weitergehen, dann machen wir hier wieder eine Trennung vom Netz. Dann geht es dann hier weiter. Und hier eine Trennung vom Netz, dann geht es dann hier weiter. 2,8 Millionen Eisenerz, nicht viel, aber das hier ist geil. Das ist ein großes Feld. Aber erst einmal kümmern wir uns um den Zug, würde ich sagen. Das ist zurück und das ist hin. Also das hier ist die Hinfahrt. So, das hier kann eigentlich nur ins Auge gehen, was ich jetzt mache. Aber wir lassen uns mal überraschen. Wusste es doch. Auf jeden Fall darf das einen Knick machen. Das muss so gerade gehen. Kann der Zug wenigstens richtig Vollspeed fahren. Weiß gar nicht, bremst der hier eigentlich auch ab in im Spiel oder? So, und dann machen wir. Zugstrecken müssen immer akkurat gebaut werden, genau.